Ich weiß, der Thomas Sander könnte die wahrscheinlich beantworten, weil, wie ich vor ein paar Minuten erfahren habe, er examinierter Fußballschiedsrichter ist. Ich frage Sie jetzt mal nicht, ich frage alle anderen Fußballfans und die Wetzlarer, was fällt Ihnen ein zum 12. Oktober 2003? Die im Saal haben jetzt natürlich Heimvorteil, weil sie auch schon sehen, wer hier im Publikum sitzt in der ersten Reihe. Aber wir haben auch mal einen Tipp, eine Hilfestellung für Sie. Wir wollen uns nämlich mal anhören, wie das war, als es einen WM-Titel im Fußball gab für Deutschland. Die standen im Finale gegen Schweden und das entscheidende Tor, das klang ungefähr so. Diesen Konfettiregen löst nur Künze aus. Eingewechselt nach 88 Minuten schießt sie 10 Minuten später das goldene Tor zur Weltmeisterschaft. Freistoß Lingo nochmal. Wieder Künze, ja! Das Golden Goal vom 12. Oktober 2003. Mia Günzer ist bei uns. Einen schönen guten Tag. Sie sind sogar ein Schauer, wenn Sie das hören? Ja, das war jetzt schon richtig gut, muss ich sagen. Ich höre es nicht so oft und ich kenne den Reporter mittlerweile persönlich und sehe ihn auch morgen, wenn wir morgen in Finnland. Das sind schon schöne Erinnerungen. Ah, Finnland, da startet morgen die Europameisterschaft. Und wir sind ja begeistert, dass wir Sie hier heute in der Sendung haben, aber ich habe mich schon darüber gewundert. Ich dachte eigentlich, wären Sie längst in Finnland. Ja, wir haben da eine relativ kurze Vorbereitungszeit. Einige Fernsehjournalisten sind jetzt noch bei der Leichtathletik-WM in Berlin. Von daher, die Technik ist natürlich schon da, nur die Personen, die dann vor der Kamera stehen, die können etwas kurzfristiger anreisen. Sie sind dann bei der EM als Expertin für Frauenfußball. Ihre Prognose, wie schwer wird es, den Titel zu verteidigen? Ja, das ist immer schwierig. Deutschland ist, glaube ich, 5 oder 6 Mal Europameister geworden, sind Titelverteidiger, sind Weltmeister, haben bei Olympia Bronze geholt. Das ist immer schwierig, nicht zu den Favoriten zu zählen. Ich gehe schon davon aus, dass mindestens Halbfinale drin ist. Eigentlich müsste auch Finale klappen. Sie sind dem Sport ja treu geblieben, nicht nur als Expertin für die ARD, sondern auch bei Ihrem Job im Innenministerium. Womit befassen Sie sich da gerade? Ein großes Thema ist natürlich WM 2011. Wir machen da ganz unterschiedliche Projekte. Der andere Bereich, große, den ich bearbeite, ist Sport und Integration. Da verknüpfen wir auch ganz gerne mal Sachen. Ich starte, denke ich mal, im September, Oktober ein Mädchenfußballprojekt an 4 bis 6 Grundschulen in Hessen. Das sind so meine Themen, Sportförderung, Projekte, Konzepte erarbeiten. Ich bin jetzt ein gutes Jahr da und es muss sagen, macht Spaß. Die Region Mittelhessen hat Sie auch zur Botschafterin erkoren, ehrenamtlich sozusagen. Warum leben Sie gern hier? Ja, ist natürlich erstmal die Tatsache, dass meine Familie hier ist. Ich bin jetzt mittlerweile auch 29 Jahre. Hier bin ja nicht, darf man ja kaum verraten, ich bin zwar nicht hier geboren, aber wohne seit 29 Jahren, seit ich denken kann sozusagen hier. Und das passt alles wunderbar. Ich habe hier meine Schulzeit verbracht, habe sehr, sehr viele Freunde noch aus dieser Zeit. Und gut, wir haben natürlich hier in Wetzlar auch einiges zu bieten. Die Altstadt ist schon erwähnt worden, da lässt sich abends auch ganz gut aushalten. Die Lahnwiesen, da ist nicht nur Professor Erbach, sondern ich auch ab und zu mal unterwegs. Das passt schon alles hier ganz gut zusammen. Die WM-Vorbereitung 2011 haben Sie erwähnt. Wie ist das? Braucht der deutsche Frauenfußball unbedingt noch diese großen Turniere oder bekommt er mittlerweile auch ohne die genug Aufmerksamkeit? Die Nationalmannschaft, muss man sagen, die bekommt auch außerhalb der großen Turniere eigentlich recht gute Aufmerksamkeit. Die Stadien sind sehr gut teilweise gefüllt. Wir hatten gegen Brasilien in der Commerzbank Arena vor 3, 4 Monaten, glaube ich, über 40.000 Zuschauer. Also von daher, mittlerweile ist bei jedem angekommen, dass Frauen auch Fußball spielen können und das auch wie bei Männerfußball einen Eventcharakter hat. Was sicherlich noch so ein bisschen entwicklungsbedürftig ist, ist die Bundesliga. Das sind natürlich auch die Fernsehzeiten nicht so intensiv wie bei Männerfußball. Da würde ich mir schon wünschen, dass da die Aufmerksamkeit größer ist. Aber 2011 ist ganz klar, eine WM im eigenen Land, ich glaube, das wird so... Wenn man die Entwicklung der letzten 10 Jahre sieht, den Frauenfußball zu treffen, das wird schon ein kleines i-Tüpfelchen. Die WM 2011, am Morgen die EM dann in Finnland. Mia Künzer, viel Spaß dort und vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke.